Japan ist ein außergewöhnliches Land, welches jeden begeistert. Eine vielfältige Kultur, ein außergewöhnlich fleißiger Arbeitsgeist und die isolierte geografische Lage machten Japan zu einem der führenden Wirtschaftsnationen der globalen Wirtschaft. Einmal nach Japan zu reisen, träumt fast jeder. Und für manche ist Japan das reinste Paradies. Die kulturelle Einzigartigkeit dieses Landes ist noch lange nichts zu der einzigartigen und ungewöhnlichen Geschichte. Japan durchlebte viele radikal in sich verschiedene Epochen und hat sich immer wieder so stark verändert, wie beinahe kein anderes Land auf der Welt. Eine Frage, welche es zu klären gilt, wie konnten die Japanerinnen und Japaner in jeder Zeitepoche ihr Leben verändern, ohne ihre alten Traditionen zu vergessen? In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über Japan kurz und knapp in 12 Minuten. Los geht's! Wir fangen erstmal ganz früh in der Geschichte Japans an. Um das Jahr 50.000 vor Christus, wie ihr wisst, war der größte Teil der nördlichen Halbkugel der Erde mit einer dicken Eisschicht bedeckt, aufgrund der vorherrschenden Eiszeit. Der Meeresspiegel war ca. 100 Meter niedriger als heute. Japan war zu dieser Zeit eine Halbinsel, welche mit Asien durch eine Eisstraße verbunden war. Aus Nord- und Zentralasien kamen nach Japan Tiere wie Mammuts, urzeitliche Großkatzen und natürlich auch Menschen. Moderne Wissenschaftler gehen aufgrund von steinzeitlichen Ausgrabungen heute davon aus, dass die ersten Menschen nach Japan um das Jahr 80.000 bis 60.000 vor Christus kamen. Zur damaligen Zeit taten die Steinzeitmenschen, was sie eben taten, das heißt Tiere jagen, Pflanzen sammeln und sich in Gemeinschaften von 20 bis 50 Menschen zusammenzuschließen. Um das Jahr 10.000 vor Christus wurde es auf der Erde allmählich wärmer und Japan wurde zu einer isolierten Insel, welche von zahlreichen Wäldern bedeckt war. Zu dieser Zeit kamen neue Siedler per Schiff aus Südostasien nach Japan. Diese vermischten sich mit den Einheimischen und brachten diesen den Fischfang bei. Zu diesem Zeitpunkt entstanden die ersten sesshaften Strukturen, welche sogar ihre eigene Keramik hatten. Diese Keramiken waren einer der ersten in der ganzen Welt. Der Mensch wurde vom Nomaden zu einem sesshaften Siedler und es entstanden auch die ersten Reisfarmen. Im Jahre 300 vor Christus wurde der Reis in Japan schon in einem großen Maßstab angebaut und für diese Jahreszahl sehr professionell. Einige Jahrhunderte später begann in Japan schon die erste Metallschmiede und Verarbeitung. Um das Jahr 108 vor Christus existierten in Japan um die 100 Ministaaten. 30 von ihnen hatten enge Handelsbeziehungen mit dem chinesischen Kaiserreich und manche japanische Ministaaten zahlten sogar dem chinesischen Kaiser Tribut. Doch in den folgenden Jahrhunderten begannen sich diese 100 Ministaaten zu vereinigen. Im Jahre 300 nach Christus beschrieben chinesische Chroniken nur noch 30 Ministaaten in Japan. Alles, was wir zu Japan aus dieser Zeit wissen, stammte von chinesischen Quellen. Diese besagten, dass das Klima zu dieser Zeit in Japan warm war und die Landwirtschaft sogar im Winter blühte und die Menschen im großen Ganzen gutmütig und fröhlich waren. Die chinesischen Quellen beschrieben außerdem, dass man auf den japanischen Märkten Juwelen, Gold und andere wertvolle Waren zu einem kleinen Preis finden konnte. Doch das waren nur die Informationen über die Staaten, welche im chinesischen Kaiserreich Handel betrieben, denn über die anderen japanischen Ministaaten ist aufgrund fehlender Quellen wenig bekannt und diese sprachen außerdem eine andere Sprache. Die Frage stellt sich, wann wurde Japan ein ganzheitlicher und vereinigter Staat? Das ist eine gute Frage, welche nur schwer zu beantworten ist. Der erste japanische Kaiser hieß Jimmu und war von den Jahren 660 vor Christus bis 585 vor Christus der erste japanische Kaiser.
Der Name Jimmu bedeutet wörtlich göttliche Macht und wurde ihm nachträglich gegeben, als die japanischen Kaiser begannen, sich chinesisch inspirierende Namen zu geben. Im 3. Jahrhundert nach Christus erschien auf dem Parkett der Geschichte das Yamato-Reich, welches von den Jahren 250 bis 710 nach Christus im heutigen Japan bestand und als der Prototyp des geeinten Japans betrachtet werden kann. Das Yamato-Reich bestand aus aktiven Zeitgenossen und diese eroberten Korea und dieses Reich wurde sogar von dem großen chinesischen Kaiserreich anerkannt. Doch das waren für ganz Japan keine stabilen Zeiten, denn das Yamato-Reich verlor die Kontrolle über Teile der japanischen Insel. Erst im Jahre 672 nach Christus unter dem japanischen Herrscher Temu wurde das Wort Japan zum ersten Mal erwähnt. Als japanischer Kaiser reformierte er das Rechtssystem nach dem Vorbild des chinesischen Systems und führte eine Zentralregierung ein. Alle Prozesse wurden einfach von China kopiert. Zu diesem Zeitpunkt gab es aber noch keine japanische Hauptstadt. Erst im Jahre 710 nach Christus wurde eine Hauptstadt im heutigen japanischen Nara erbaut. Ab hier kann man Japan wirklich als ganzheitlichen und vereinigten Staat sehen. Alle Leute und Gegenstände des Landes waren Eigentum des japanischen Imperators. Die Menschen bekamen Land, um es für eine Generation zu bewirtschaften. Einmal im Jahr musste ein Teil der Ernte als Steuer an den Staat abgegeben werden. Es gab auch in dieser Zeit in Japan auch Sklaven, doch diese gab es nur wenig. Das Hauptmerkmal dieser Epoche war die Abschwächung der Verbindung und die Orientierung nach China. Japan wurde in Provinzen aufgeteilt und nun begannen die Japaner etwas Eigenes zu erfinden. Bis zum 11. Jahrhundert nach Christus war Japan von Feudalismus, Kampf um Land und ständigen Bürgerkriegen geprägt. Zu dieser Zeit entstanden auch die ersten Samurai. Wobei später die Samurai eine eigene Kaste in der japanischen Gesellschaft darstellen werden. Im Jahre 1274 und 1281 nach Christus versuchten die Mongolen in Japan einzufallen. Die Mongolen hatten zuvor fast ganz Asien erobert und wollten nun auch nach Japan. Doch zweimal kam ein Taifunsturm und zerstörte die Schiffe der Mongolen auf ihrem Weg nach Japan. Diese Ereignisse wurden von den Japanern als göttlicher Wind bezeichnet und bilden später die Grundlage für die japanischen Kamikaze im Zweiten Weltkrieg. Die geografische Lage einer Insel hat Japan zwar vom äußeren Unheil bewahrt, doch dies reichte nicht für eine innere Stabilität. Die Shogune und der Kaiser teilten die Macht im Land unter sich auf und auch unter den feudalen Herrschern setzte sich der Streit fort. Dies alles sorgte für Bürgerkriege und Chaos im Land. Der japanische Kaiser Tokugawa, welcher um das Jahr 1603 nach Christus regierte, kennt ihr auch aus unserem Video über das Leben als Samurai. In dieser Zeit vereinigte er das gespaltene Japan und machte sich selber zum Shogun. Weiter wurde die japanische Gesellschaft klar in verschiedene Kasten aufgeteilt. Außerdem verfolgte Japan die Außenpolitik der Isolation, welche bis weit in das 19. Jahrhundert andauerte. Die Zeit ab dem Kaiser Tokugawa ist auch als das goldene Zeitalter Japans bekannt. Doch jedes goldene Zeitalter hat irgendwann ihr Ende. Wieder waren es die Europäer, welche alles verändert haben. Im 17. und 18. Jahrhundert und damit europäischen Kolonialismus und Imperialismus konnten die Europäer nicht an Japan vorbeikommen. Die Amerikaner und dann die Briten und später die Franzosen forderten von den japanischen Shogunen, die Grenzen für den Handel zu öffnen. Diese Forderungen der Europäer stärkten den japanischen Patriotismus, doch zeigten auch parallel, wie weit technisch Japan von der Welt zurückgeblieben ist. In der Folge verloren die Shogune ihre Macht und der japanische Kaiser wurde wieder der alleinige Herrscher. Diese Epoche wird auch als die Meiji-Restauration bekannt, genannt nach dem Kaiser Meiji, welcher von den Jahren 1867 bis 1912 herrschte. Japan öffnete sich dem Westen und übernahm viele Technologien, Mode und Gewohnheiten. Weiter wurden viele Universitäten und Fabriken gebaut. In Japan wurde dabei eine neue Staatsverfassung verabschiedet,
und somit die Gesellschaft reformiert. Weiter gewann Japan den Krieg gegen China, welcher von den Jahren 1894 bis 1895 andauerte, und bei diesem Sieg Japans erhielt das japanische Kaiserreich Taiwan, die östliche Mandschurei und die chinesische Provinz Liaodong. Dies vergrößerte das Territorium des japanischen Kaiserreichs enorm. Anfang des 20. Jahrhunderts baute Japan seine Wirtschaft und Streitkräfte weiter aus und kämpfte im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Entente-Mächte. In den 1930er Jahren radikalisierte sich die japanische Führung in Richtung des Militarismus und Imperialismus und eroberte weitere Gebiete in Südostasien. So wurden auch in den eroberten Teilen Chinas und Koreas die einheimische Bevölkerung grausam behandelt. Japan trat im Zweiten Weltkrieg als Verbündeter des Dritten Reiches und Italien ein, und wie das Ganze geendet hat, wisst ihr ganz genau. In Nagasaki und Hiroshima wurden atomare Bomben mit einer verheerenden Zerstörungskraft abgeworfen, welche Tausende von Menschen töteten und verstrahlten. Am 2. September des Jahres 1945 kapitulierte das japanische Kaiserreich und kam unter den Einfluss der USA. Japan versorgte und versorgt immer noch heute die Welt mit neuester Technik, wie zum Beispiel aus dem Hause Toshiba, Panasonic und Sony und viele andere. Japan kann noch wie vor 200 Jahren immer noch mit dem Westen kooperieren und behält dabei immer noch seine alten Traditionen. Das war es heute zur Geschichte Japans. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.